Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge von H1Z1. Jetzt sind wir endlich vollständig, eigentlich in der letzten Folge schon, aber wir leben alle noch, ist es korrekt? Ja, ja, wieder. Und begrüßen möchte ich den Yannick von Destiny Cast. Hallöchen Leute. Den Felix. Oh, hallo. Hallo. Ich treffe mich als Pampa zu Zombies. Und den in der Pampa. Markus von The Nis. Genau, servus Leute. Und ja, ich bin mal gespannt. Also auch heute können wir ja schon mal vorneweg sagen, das haben wir so genauso geplant, werden wir uns auch wieder nicht finden. Das ist gescriptet alles hier. Genau, genau. Wir haben uns da wirklich wochenlang vorher hingesetzt und haben hier eine Story ausgearbeitet. Also, nein, wir haben das im Mikli ausarbeiten lassen. Für was haben wir ihn? Ja, stimmt. Also stimmt, wenn ich nur einen Daumen runter sehe, ne? Wisst ihr Bescheid. Haut übrigens mal bei ihm vorbei und gibt einen Daumen runter. Nein, soll er natürlich nicht tun. Bloß nicht auf mich hören. Wie sieht's denn bei euch aus? Wie ist denn bei euch die Ausrüstungs... Standard halt. Ne? Unfassbar gut, ich habe 9 Sticks. Sehr gut. Aber mit Sticks kannst du zumindest schon ein bisschen was craften. Stimmt. Ich bin so ein Vollidiot, warum hole ich mir keine Sticks? Das ist eine gute Idee, danke. Kann ich mit dem mehr machen, außer Pfeile? Da kannst du ganz einen Haufen mitmachen, glaube ich. Ja, Wooden Blanks im Endeffekt. Aber die findest du sowieso en masse. Richtig. Also, du kannst halt auch einfach, da stehen ja manchmal so ganz normale Kisten rum, die kannst du zerknüppeln, ne? Welche Holzkisten, da wenn du die siehst. Ach so, ja. Kannst du Zeug rausholen. Ich bin auf der Straße Speedlimit von 50. Ja? Okay. Cool. Ja. Da war ich auch vorher. Schnell zurück. Es wird eh nur das eine Schild geben, hoffentlich. Kommt man in die Häuser hinein, die so komplett verbarrikadiert sind auch? Hab ich noch irgendwie bestimmt. Also ich frag mich immer so ein bisschen, ob man die eventuell mit Waffen auch zerstören kann. Aufsprengen, C4. Genau, oder so eine einfach so eine schöne kleine Kugelhandgranate rein damit. Ich bin jetzt auf dem Afram Highway. Afram? Ja. Hast du ihn auf der Karte gefunden? Ach, stimmt, fällt mir gerade so ein. Haha, weiß Yannick ja noch gar nicht. Es gibt eine Karte. Oh. Hast du irgendwie ein Second Screen oder sowas? Leute, natürlich. Habe ich tendenziell ja. Aber er darf natürlich ein Spieler hier. Das hört er nix. Aber der läuft einfach an mir vorbei. Also da gibt's, das ist natürlich nett. myh1z1.com. Das ist so eine Karte, die bringt im Prinzip erstmal überhaupt nichts. Aber wir haben sie. Ah, genau, wir haben sie, ja. Ja, man braucht da nämlich einen Punkt, um sich zu orientieren, dass richtig. Man wirklich weiß, wo man ist. Ne? Genau. Ja, okay, kann ich einfach die nächste Aufnahmesession auf den zweiten Monitor werfen. Ja. Ich will jetzt nicht raustappen, dass... Nee, auf keinen Fall, um Gottes Willen. Sonst geht hier wieder irgendwas kaputt. Besser, da ist wer. Regnet das bei euch eigentlich auch so? Bitte? Ja. Nicht mehr. Markus, hast du nicht vorhin erzählt, irgendwie, dass du an solchen Lagerhäusern warst? Waren da so eine großen Silotürme? Die Silotürme sind meistens bei den Lagerhäusern. Ja, es gibt aber gar nicht mehrere. Also. Ach, okay, schade, weil ich bin da jetzt gerade eben irgendwie. Aber ich bin hier schon zweimal wieder gestorben, so ungefähr. Ja, nee, ich dachte, sonst hättest du vielleicht irgendwie vielleicht gewusst, wo das ungefähr war. Sonst hätte ich vielleicht keine Orientierung gehabt, aber. Nein, leider, tut mir leid. Ich habe nur da zwei Typen jetzt gerade gehört, die miteinander geredet haben. In extrem gebrochenen Englisch. Wenn ein Russe dabei ist, renn weg, ist es bestimmt ein Hacker. Ich bin mal gespannt, wann es damit losgeht oder ob es schon losgeht und wir merken es noch nicht. Bestimmt schon, oder? Wahrscheinlich gibt es schon irgendwas Wallhack oder so. Ja, also normalerweise sind die Hacker ja eigentlich schneller als die Entwickler. Ja. Sollte also nicht so lange dauern. Boah, wenn ich mir das überlege, wie die mir DayZ madig gemacht haben, die Schweine. Ja. Also deswegen habe ich da tatsächlich dann auch irgendwann aufgehört, weil ich keinen Bock mehr auf die hatte. Verständlich, ja. Man hört dir aber den Funk extrem weit von den Leuten. Ja, nur hören die sich halt alle an wie Roboter und man versteht kein Wort. Dann hatte ich ja eben echt Glück mit dem einen, den man super verstehen konnte, dem den Bogen geschenkt hat und ich sterbe einfach. Also es ist tatsächlich ein bisschen traurig, dass du vorhin nicht da warst, bei der, ich glaube, zweiten Folge oder dritten Folge. Da wurde ich von zwei Spielern gejagt, das war auch ein Riesenspaß. Aber...
Ich kann es mir dann ansehen. Ja, stimmt. Also egal. War eine super Situation. No. Hat sich sehr gut angefühlt. No. Er hat irgendwer seine Karre zu Schrott gefahren, die Reifen brennen. Boah, ich trau den zwar nicht. Ich renn weg. Einfach weglaufen. Man kann sogar Mieskübel aufmachen. Ich wollte, Markus, mir ist gerade was aufgefallen. Yeah. Und zwar, ich habe gerade wieder eine neue Karte gefunden. Da ist aber was anderes drauf. Okay. Da ist. Ja, aber ich weiß nicht, wo der Punkt dann ist mit der Markierung. Ich hab's. Alter, ich weiß, wo ich bin. Da ist ein ganz kleiner Pfeil, wo drauf gezeigt wird, wo ich gerade bin. Okay. Der ist ganz, ganz klein und rot. Muss ich beim nächsten Mal schauen. Der ist wirklich winzig. Also der ist vielleicht so groß wie ein Großbuchstabe auf der Karte. Ach, die Map ist keine Grafik, die zeigt das wirklich dann live vom Server an? Das sind so Infotafeln, wie das in irgendwelchen Naturschutzparks. Ingame jetzt, ja. Genau. Krass. Boah, ich glaube, ein Spieler will mich gerade töten. Hat einer zufälligerweise von euch eine Ahnung, wo er ist, so ungefähr? Ja, warte, ich habe hier ein Schild, das ist, Highway Nummer... Route 14 West steht bei mir auf dem Highway-Schild. Route 14 West, das ist schon mal ein guter Hinweis. Warte mal, dann weiß ich nämlich, wo ich hinlaufen muss. Wie weit ist das ungefähr? Einmal über die komplette Karte, aber das ist nicht so schlimm. Wer war denn von euch zwischenzeitlich mal an dieser großen Brücke, die wo unten kein Wasser war? Da war ich auch schon. Da bin ich jetzt gerade eben. Es ist Route 14 Nord oder Süd. Ohne Spaß jetzt. Greenhorn Road. Weil da bin ich vorhin gestorben. Wäre ich nicht gestorben, hätte man es jetzt gesehen. Da bin ich in der Nähe sogar, aber ich weiß nicht. Weil dahinter ist so ein Staudamm. Ja, genau. Ja, genau. Scheißendreck. No, magst du das Inventar auf? Oh nein! Da redet ein Spieler. Flugzeug? Was? Ein Flugzeug? Was ist das Brummen, was du da so hörst, manchmal? Mhm. Das soll der Schauereffekt sein. Ah, okay. Da solltest du dir Angst bekommen. Wow, hab ich Angst. Mann. Da sind wieder zwei Spieler. Oh Leute, hier ist der Spieler, dem bin ich erst schon begegnet. Krass. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich beim ersten Mal gar nicht verhungert, die weißen Sträucher. Warte mal, wie kann ich eigentlich... Dass da auch Bären drauf sind. Das, bitte, Auto, funktioniert jetzt einfach. Funktioniert sicher nicht. Ein Auto funktioniert. Scheiße. Der Typ vorhin ist einfach eingestiegen und ist losgefahren. Ja, Glück gehabt. Oder es war eh sein Auto. Go away or I splatter your head all over the... Man muss ganz viel von diesen Schwarzbären essen, damit man mal satt wird. Ganz, ganz viele. Oh Mann. Ich bedrohe gerade mit einer leeren Waffe zwei Spieler, super. No, sorry. Naja, kann ja funktionieren. Sie wissen ja nicht, dass die leer ist. Ja, deswegen. Ich hoffe, dass das auch funktioniert, aber sie rennen auch weiter. Ich habe eine da. Nein, es ist ein Brunnen. Mal beim Brunnen trinken? Nein. Ja, du kriegst Damage. Trink Dirty Water. Ich glaube, du hast die Chance, dass du vergiftet wirst oder so. Ja, ist wurscht. Dann esse ich halt nur meine Beeren. Ich habe 25 Scheiße. Stück oder so irgendwas. Noch mal eine kurze Frage. Dieser Staudamm, wisst ihr, ob der im Norden ist oder? Ich habe keine Ahnung. Der müsste circa in der Mitte sein. Alter. Go away or blow your head. Ist das da nicht bei Ruby Lake? Ach, der Staudamm vielleicht? Bei Cranberry? Moment, warte mal, ich guck mal kurz. Könnte das. Nee, das ist das nicht, weil davor ist ja so eine Riesenbrücke. Nochmal die Stadt. Cranberry, also weiter rechts und der Ruby Lake. Weil da war eigentlich noch so eine Riesenbrücke und. Ach nee, Leute, ich hab's gefunden. Da, Misty Peak Dam heißt Stimmt. Das. Da müsste das sein, ja. Boah, warte mal. Ich lauf gerade über so eine riesige, Leute, eine relativ lange Brücke. Ja. Du bist, oder Felix, du bist an dem Damm. Ja. Dann laufe ich da jetzt hin. Okay, ja, ich warte gerade ein bisschen abseits und esse gerade eben ein bisschen meine Bären in Ruhe. Ich muss mich jetzt, okay. Also bist du direkt am Damm? Ich bin halt ganz klein wenig daneben halt, um einfach sicher zu sein, weil da war gerade noch ein anderer Spieler gewesen. Hä? Wäre ja lustig, wenn sie jetzt bei euch finden würdet. Nee, ganz ehrlich, scheiße, falsche Richtung gelaufen. Alles wird doch nix. Doch, ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass ich ihn finden kann. Wenn ich bis dahin nicht aufgrund fehlender Energie krepiere, weil ich habe kaum noch was zu essen. Einfach Bären suchen, ich finde da so viele. Ja, das nehmen wir mal so 30, 40 Stück mit. Das Problem ist, im Wald findest du keine Bären. Ja, das stimmt. Also Regen und Dunkelheit, das harmoniert hier echt nicht, ey. Nee, nicht so ganz.
Wenn aber die Videos werden dadurch kleiner, spart Bitrate, aber davon abgesehen. Scheiße. Ja, aber man sieht auch so richtig viel dann. Ich bin da hingelaufen. Nee, scheiße, bin ich überhaupt da? Fuck. Ey, ich drehe hier komplett durch gerade. Sorry, I can't understand you. I don't understand you, sorry. Take your microphone out of your mouth. Scheiße, so. Die stehen vor der Karte rum. Ich müsste mir nochmal schnell die Karte angucken. Geh doch einfach hin. Sag du seine Waffe. Sonst ziehst du sie. Ja, ich hab ja eine Waffe. Ja, dann zieh sie einfach. Ja, hab ich schon. Ich stell mich jetzt neben denen und guck auf die Karte drauf. Hallo. Da bin ich angeblich. Da bin ich angeblich. Ich sorge mir jetzt mal so viel das Früchte, dass ich nicht mehr verhungern kann. Alter, das kann überhaupt nicht sein. Da bin ich. Das kann doch überhaupt nicht sein. Folgt jetzt einfach dem Nordstern. Dass der Nordstern ist. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es der Nordstern ist. Ich sehe dich bei irgendwas am Himmel. Bei mir ist auch nur finster. Und Wolken. Und Regen. Ich guck mal nach den Straßenschildern, wenn ich welche finde. Regen habe ich aktuell nicht, wo ich bin. Also schau mal, ob du irgendwie... Doch, der Avram Highway ist tatsächlich da oben. Stimmt, dann bin ich da ja so komisch abgebogen. Und doch, ich bin am Misty Peak. Da. Ja. Also angeblich müsste ich jetzt entweder nach rechts oder nach links laufen. Entweder oder. Entweder oder. Ich laufe jetzt mal nach rechts. Was kann man denn eigentlich mit Branch machen? Habe ich auch gerade bekommen, lustigerweise. Das ist doch einfach nur ein... Ein Stock, ja, aber den Stock kannst du nicht wirklich benutzen. Ich habe da jetzt so viele Stück. Doch, ich kann mit denen zuhauen. Ja, aber ich brauche keine 10 Stück mit. Weil ich habe einen Rucksack gefunden, wo ein 1000 Platz drinnen ist. Okay. Und das ist ein bisschen blöd. Ich glaube, das Spiel will mich einfach hardcore verarschen, Leute. Ich habe keinen Platz mehr für weitere Blackberries. Mann. Ich muss also jetzt erstmal... ein paar essen. Ja, ich muss auch was essen, weil sonst, dass ich mich regeneriere mit dem Leben schon langsam einmal. Ich habe eh noch 45 Stück. Ich glaube, ich laufe gerade in die falsche Richtung. Diese ganzen scheiß Wurzsticks, die blockieren meinen Rucksack so. Ah, ja. Moment. Aber ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen können für irgendwas. Ach, bestimmt. Croft ist einfach lieber Pfeile daraus, wenn ich dann doch einen Bogen finde, dann habe ja, ich wie machst du da? Achso, Woodsticks. Und was machst du mit dem Branch? Weil ich krieg nur die ganze Zeit Branch. Genau, was mit Branch macht. Davon habe ich auch 2 Stück als ja, Secondary und First Weapon irgendwie. Aber man muss halt die anderen Rezepte irgendwie erst finden oder so, ne? Nein, die muss man selber sich craften. Du musst das auch ausprobieren. Ah! Weil einfach das hineinziehen bei Discovery. In oben. Langer Kleinarbeit. So, ich bin jetzt wieder mit dem Essen und mit dem Trinken komplett voll. Felix, bist du zufälligerweise, ich sag mal, an so einem Baugebiet vorbeigekommen, wo überall so Grundstücke eingezeichnet sind? Nee, da war halt, wie gesagt, vorher dieses Hallengebäude. Scheiße. Ein Baugebiet, da war ich ganz so, da war ich vorhin gewesen, aber dann bin ich halt irgendwie einmal so im Kreis komisch gelaufen. Und dann war ich wieder woanders. Brüller, ey, das ist doch Quark. Ich suche jetzt auch mal wieder eine neue Stadt, wo ich hin muss. Oder eine Straße zumindest. Ich hoffe, dass bis zu unserer nächsten Aufnahmesession irgendein findiger Spieler eine sinnvolle Karte erstellt hat. Oder von mir aus. Also angeblich soll heute ein Update kommen, hab ich gelesen. Ja gut. Hi, I'm friendly. Wenn es wirklich alle exist, sollten ja eigentlich jeden Tag Updates kommen, gefühlt. Ja, oder zumindest einmal in der Woche. Aber ganz ehrlich, ich habe kein gutes Gefühl, muss ich sagen, bei der ganzen Sache momentan. Oh, Alter, vor allem aus dem Nichts stehen einfach 2 Spieler vor mir, ey. Da hab ich gerade richtig erschrocken. Also ich bin ja schon öfters mit Early Access auf die Fresse geflogen, aber... Nicht nur du. Oh ja. Was war euer Highlight davon? Wozi. Lost. Hab ich zum Glück ausgelassen. Also eins meiner Highlights, wo ich wirklich drauf fast gehypt habe, war Godus. Weil das dann auf einmal so eine Mobile-Scheiße wurde. Du bist ja sowieso in dem Kanalbereich eher tätig. Ja, genau. Bei Indie-Games und so weiter kommt bei dir ja noch öfter sowas vor als bei... Richtig. Ja. Also bei mir anderen. Laufen
glaube ich, auch momentan quasi nur Early Access Sachen, wenn ich mich so überlege. Okay. Kannst du dir das noch antun? Ach, das ist schon ganz cool. Manche Sachen sind echt Klar, gibt auch gute Sachen, natürlich. Aber ja, man fliegt halt, wie gesagt, immer mal wieder auf die Fresse. Dafür sind dann keine 60 Euro weg, sondern das 20 stimmt. Euro weg. Richtig. Weil du fliegst mit der Crew oder mit meinem Farquhar. Na, Farquhar ist ganz gut gelungen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber Assassin's Creed zum Beispiel. Das habe ich Gott sei Dank, mittlerweile habe ich es aufgegeben. Also ich glaube, mein letztes war Brotherhood. Ich muss sagen, Black Flag fand ich eigentlich nochmal ziemlich geil. Black Flag war gut, ja. Das Neue, es geht, aber es ist halt nicht so stimmig. Unity liegt bei mir immer noch original verpackt hier rum. Ja, ich habe es auch bekommen, weil ich habe ja Ubisoft-Kontakte. Und... keine Ahnung, ich habe es dann gespielt, aber es ist nicht so besonders. Also mir ist das mittlerweile auch einfach zu teuer. Also, das stimmt, ja. Das ist ja echt heftig, was mittlerweile so ein Spiel kostet. Und ja, du meinst halt Season Pass und so weiter und allem, ja, oder? Ja. Genau, also du es langt ja mittlerweile nicht mehr, dass du das Spiel kaufst. Bringt ja im Prinzip nichts mehr. Du musst ja den ganzen Kladderadatsch drumherum auch kaufen. So komische Sträucher, das sind so aus großen Blättern. Dort drinnen sind Wooden Sticks. Okay. Wenn du das noch nicht wisst. Wooden Sticks. Ich weiß nicht, ob man es braucht oder nicht. Felix, ich glaube, ich bin jetzt an diesem. Ah, ich habe einen Bogen. Ich kann den Bogen hören. Wo ja, du vielleicht vorhin warst. Naja, wobei, nee, also war das so ein richtiger, riesiger Truckstop oder mit allen möglichen Geschäften und allem drum und dran? Nein, das war halt bloß dieser Schwold Fish and Chips und so. Daneben waren, glaube ich, noch links und rechts einer oder so. Ah, nee, dann bin ich doch mal anders. Fuck. Weil ich bin hier wirklich an so einem richtigen Einkaufszentrum. Also so ganz viele verschiedene Geschäfte nebeneinander. Komisch. So, ich schaue mir jetzt noch den Bogen an, kurz. Ich muss sagen, mit den Bären kann man teilweise echt ganz gut überleben, wenn man die findet, aber... Wie zielst du mit dem Bogen? Auf den Punkt circa, oder? Ja. Den man hat? Habe ich zumindest vorhin versucht, so. Okay. Boah, mal schauen. Alter, du hast ja Nerventyp, ey. I'm friendly. Als Toten macht man sich aus Wooden Sticks, nur zur Info, und aus Clothes, Kleidung. Was macht man sich da draus? Ein Bogen. Ein Bogen. So einfach. Mhm. Wie viel Stück? Erstmal Cloth finden, das ist Problem. Ich glaube nur zwei Stück oder ein Stück. Bin mir nicht sicher. Warte mal, ich schau kurz nach. Bleib auf eines, glaube ich. Warte mal, ich schau nochmal das Rezept genau an. Du brauchst für das einen Woodstick und ein Scrap of Cloth. Für einen Bogen. Okay. Für einen Bogen, ja. Alter. Ja, also du nimmst einen Stock, klemmst ein T-Shirt dazwischen und schon hast du einen Bogen. Ist alles los. Ja, sicher. Und dann brauchst du noch Pfeile, dann brauchst du nur mehr Woodensticks. Brüller. Genau. Mache ich morgen ein Real-Life-Video zu, wie ich mein T-Shirt nehme, Besenstiel und dann wird ein Bogen draus. Naja. Könntest du probieren. Leute, wir müssen. Wir müssen. Ja. Stimmt. Ich muss los. Und da würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut mal bei den anderen auf dem Kanal vorbei, nicht vergessen. Seht alles in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis später. Tschüss. Tschüss.